Hey, freut mich, dass du dieses Video gefunden hast. Mein Name ist Robin und ich werde dich durch diesen Lernzyklus begleiten. Darf ich dir zu Beginn vielleicht ein kurzes Märchen erzählen? Ja? Na dann hör doch gut zu. Vor langer Zeit einmal lebten alle Zahlen in einem riesigen Zahlenreich. Da die Zahlen jedoch so unterschiedlich groß waren, gab es auch immer wieder Streit zwischen ihnen. Insbesondere wenn die kleineren geärgert wurden und die ganz großen Zahlen überhaupt nicht auf die anderen Zahlen Rücksicht nahmen. Aus diesem Grund entschlossen sich der Rechenkönig und die Rechenkönigin des Zahlenlandes, dass sie mehr Ordnung in ihr Land bringen müssten. So trennten sie ihr Reich durch einen Zaun und nannten diesen Zaun Komma. Links lebte die Königin mit den Ganzen, die Einer, Zehner, Hunderter und so weiter. Je weiter links sie lebten, desto größer wurden diese Zahlen. Auf der rechten Seite hingegen lebte der König mit den Stel, dem Zehntel, den Hundertstel und den Tausendstel und so weiter. Je weiter rechts vom Zaun sie lebten, desto kleiner wurden die Zahlen. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann rechnen wir noch heute mit ihnen. Und natürlich ist das ein Märchen, doch diese Zahlen gibt es. Wir nennen sie die Dezimalzahlen. Und wie in der Geschichte beschrieben, haben Dezimalzahlen zusätzliche Stellen, die sogenannten Nachkommastellen. Sie stehen rechts vom Komma und links vom Komma stehen die Ganzen. Aber wofür brauchen wir eigentlich die Nachkommastellen? Leider lässt sich ja nicht alles in unserem Leben mit natürlichen Zahlen darstellen. Nehmen wir zum Beispiel meine Körpergröße. Ich weiß, dass ich größer als 1 Meter und kleiner als 2 Meter bin. Das bringt uns noch nicht viel weiter, oder? Wir brauchen also eine Zahl, die auf dem Zahlenstrahl zwischen 1 und 2 liegt. Wenn du dich an das Rechnen mit natürlichen Zahlen erinnerst, dann haben wir zum Beispiel einen Zehner in 10 Einer aufgeteilt. Na dann könnten wir das auch für die Strecke zwischen 1 und 2 tun und diese in 10 gleich große Stücke teilen. Ein solches Stück bezeichnen wir dann als ein Zehntel von einem Ganzen. Und wir können diese Zahl auch als Bruch darstellen. Erkennst du diese Zahl vielleicht auch aus dem Märchen wieder? Wir haben einen besonderen Namen für diesen Bruch, nämlich Dezimalbruch. Als Dezimalbruch bezeichnet man alle Brüche, die im Nenner entweder 10 oder 100 oder 1000 und so weiter stehen haben. Die Brüche sind besonders, weil wir sie ganz leicht als Dezimalzahlen anschreiben können. So können wir die Stellenwerttafel rechts von den Einern Zehntel erweitern. Ein Zehntel können wir also auch als 0,1 anschreiben. Als nächstes kommen die Hundertstel. Und ein Hundertstel steht somit für 0,01. Nun kann ich auch meine Größe verraten. Ich bin 195 Hundertstel groß. Schaffst du, das als Dezimalzahl anzuschreiben? Stoppe doch kurz das Video und nimm dir die Stellenwerttafel zur Hilfe, wenn du nicht weiterkommst. Ich habe also 195 Hundertstel. Wenn ich das in der Stellenwerttafel in die Hundertstelspalte eintrage, wird es etwas eng. Ich schreibe also in 5 in die Spalte für Hundertstel und bündle die übrigen 190 Hundertstel zu 19 Zehntel. Nun kann ich wieder 9 in die Spalte für Zehntel schreiben und bündle die übrigen 10 Zehntel zu einem Einer. Abschließend ergänzt sich das Komma zwischen den Einern und den Zehntel und erhalte 1,95. Zum Schluss trage ich diese Zahl auch noch auf dem Zahlenstrahl ein. Super, hast du das auch geschafft? Versuche doch auch deine Körpergröße als Dezimalbruch und Dezimalzahl darzustellen und trage die Zahl dann auf dem Zahlenstrahl ein. Als kleine Übung habe ich hier drei Größen von Zentimeter in Meter umgewandelt. Beginne bei der kleinsten Körpergröße und versuche die Schritte in die richtige Ordnung zu bringen. Dann erhältst du auch das richtige Lösungswort. Stoppe dazu das Video kurz. Und, hast du es geschafft? Das Lösungswort lautet echt kein Märchen. Und das sind die Dezimalzahlen ja auch nicht. Sie sind sogar super wichtig in unserem Alltag. Schau, ich habe hier noch ein Foto von meinem letzten Ausflug zu einem Skirennen. Versuche doch so viele Dezimalzahlen wie möglich zu finden. Es sind aber auch Bruch- und natürliche Zahlen auf dem Bild. Suche auch diese zu finden und den Unterschied zwischen den Zahlarten zu erklären.
Die Auflösung findest du dann im nächsten Video. Also, bleib dran!